Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Heute geht es um das Thema Pflanzenöle. Viele können sie gar nicht genug anpreisen. Für andere sind sie nichts anderes als flüssiges Gift. Ich habe jetzt ziemlich viel recherchiert und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sie lange nicht so gut sind wie ihr Ruf. Man könnte auch sagen, dass sie deutlich mehr schaden als nützen. Ich habe unter anderem ein Video entdeckt von Christopher Walker. Das wird wieder verlinkt in der Beschreibung. Er konnte durch eine Veränderung seines Lebensstils und seiner Ernährung Komplikationen eines Hirntumors abwenden und hat aus diesem Grund auch sehr viel recherchiert, sehr viel gelernt und sehr viel herausgefunden. Er sagt, Pflanzenöle sind ein Lebensmittel in Anführungszeichen, das man niemals essen sollte. Zu den Pflanzenölen gehören Palmöl, Sojaöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Palmkernöl, Baumwollsamenöl, diverse Nussöle, Olivenöl, Sesamöl, Leinöl, Distelöl und möglicherweise noch ein paar andere. Da werde ich auch einen Link posten in der Beschreibung mit näheren Informationen. Man hört immer, dass die mehrfach ungesättigten Fettsäuren das Beste sind, was man für die Gesundheit tun kann. Staatliche Behörden und sogenannte Experten empfehlen, auf gesättigte Fettsäuren wie Butter, Schmalz, Entenfett, Gänsefett etc. zu verzichten und sie durch ungesättigte Pflanzenöle zu ersetzen. Angeblich enthalten solche Öle lebenswichtige Nährstoffe, aber das ist falsch. Es wird behauptet, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren LDL, Cholesterin, senken und Herz und Gefäße schützen. In anderen Worten, frittierte Lebensmittel sind gesund, solange sie nicht in Transfetten frittiert wurden. Aber das ist ebenfalls falsch. Manche Experten, auch wieder in Anführungszeichen, empfehlen, sogar ein Drittel der täglichen Kalorienmenge sollte aus MUFs bestehen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ich habe das mal ausgerechnet, das wären bei 2000 Kalorien durchschnittlich 74 Gramm Pflanzenöl. Guten Appetit! Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind ungesund und gefährlich. Nachgewiesen ist der Zusammenhang von Pflanzenölen mit Diabetes, Stoffwechselstörungen, Schilddrüsenproblemen, reduzierter Produktion von Sexualhormonen, von Problemen aufgrund von Oxidation durch ranziges Fett, Mangelernährung und Schäden infolge von Entzündungen im Körper. Diese gesunde, in Anführungszeichen, Substanz, genannt MUFs, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wird weltweit in fast allen Restaurants zum Frittieren benutzt, hauptsächlich natürlich in den USA. Sie wird verharmlosend Pflanzenöl genannt und jeder denkt, das sei gesund, aber es ist falsch. Was sind nun mehrfach ungesättigte Fettsäuren und was sollte man über sie wissen? Zunächst ist wichtig, dass jedes Fett alle drei Arten von Fettsäuren enthält. Also einfach ungesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren und gesättigte Fettsäuren. Das kommt immer auf das Verhältnis an, in dem die zueinander stehen. Es gibt also weder 100% ungesättigte Fettsäuren, noch 100% gesättigte. Das sei mal vorneweg gesagt für diejenigen, die mit erhobenem Zeigefinger sagen, man sollte sich nur mit ungesättigten Fettsäuren ernähren und die gesättigten wären gefährlich. Der Unterschied zwischen den gesättigten und ungesättigten Fettsäuren liegt in der Zahl der Doppelbindungen in der Fettsäurekette. Ich will da jetzt nicht zu genau in die Einzelheiten eingehen, das könnt ihr alles googeln. Gesättigte Fettsäuren haben keine Doppelbindungen zwischen den Kohlenstoffatomen. Einfach ungesättigte Fettsäuren haben eine
Doppelbindung in der Fettsäurekette, deswegen einfach ungesättigt. Und mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben mehrere Doppelbindungen. So einfach ist das. Gesättigte Fettsäuren sind stabiler als ungesättigte, vor allem wenn sie erhitzt werden. Dadurch, dass es keine Doppelbindung gibt, sind sie nicht so veränderlich und dadurch stabiler. Je mehr Doppelbindungen, desto instabiler und desto mehr können sie durch Einflüsse von außen verändert werden. Licht, Sauerstoff, Temperatur, das nennt man dann Oxidation. Wenn Eisen oxidiert, nennt man das Rost. Nur das, damit diejenigen, die sich darunter nichts vorstellen können, eine Idee bekommen, in welche Richtung das geht. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden leicht ranzig demnach und sind deshalb nicht zum Kochen geeignet. Meistens sind sie schon ranzig, bevor sie in die Flaschen gefüllt werden. Nicht sehr bekannt, diese Information. Gesättigte Fettsäuren haben keine Doppelbindungen und sind deshalb vor allem in erhitztem Zustand stabiler. Das heißt, sie eignen sich besser zum Kochen. Und es sind Fette, die in kaltem Zustand fest werden, wie Butter und Schmalz zum Beispiel. Am wenigsten zu empfehlen sind Transfette, aber die sind mittlerweile zumindest in den USA auch verboten. Also da ist auch der Gesetzgeber inzwischen dahinter gekommen, dass das keine gute Idee ist. Transfette, Transfettsäuren, kurz TFS, sind ungesättigte, auch wieder Fettsäuren, mit mindestens einer transkonfigurierten Doppelbindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen. Das ist also eine künstliche Doppelbindung. Frittierte Produkte, Pommes frites, Backwaren, Back- und Bratfette enthalten große Mengen an Transfettsäureestern. Sie entstehen durch Erhitzen von flüssigen Pflanzenölen. Dieses Verfahren härtet sie und macht sie streichfähig. So stellt man Margarine her. Sie haben die gleichen Doppelbindungen wie die Öle und sind damit genauso instabil. Sehr hohe Temperaturen beim Frittieren machen die Sache schlimmer. Und gerade beim Frittieren sind die Temperaturen ja bekanntermaßen sehr hoch. Und Frittieröle werden in vielen Restaurants genutzt, aber selten gewechselt. Und mit jedem Nutzen, mit jedem Aufheizen wird die Sache schlimmer. Das ist so, dass man kann sich das vorstellen wie beim Auto, der Ölwechsel. Wenn man den schön lange hinauszögert, dann ihr wisst ja, wie das Öl dann aussieht. Und beim Frittierfett ist es wahrscheinlich nicht viel besser. Schon die Körpertemperatur kann die Doppelbindungen oxidieren. Es entstehen dann freie Radikale und diese schädigen gesunde Zellen. Das passiert auch bei vielen einfach ungesättigten Fettsäuren, aber in einem viel geringeren Ausmaß, weil diese eben nur eine Doppelbindung haben und damit beim Erhitzen weniger anfällig sind. Gesättigte Fettsäuren haben gar keine Doppelbindung und deshalb besteht auch bei hohen Temperaturen kein Oxidationsrisiko. Bei einfach ungesättigten Fettsäuren führen hohe Temperaturen nicht zur Oxidation und Freisetzung von freien Radikalen. Also am besten zum Kochen sind die gesättigten Fettsäuren, danach die einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten sollte man überhaupt nicht zum Kochen nehmen oder man sollte sie überhaupt ganz weglassen. Warnzeichen bei solchen Ölen sind immer ein stechender Geruch, ranziger, kratziger, kratzender Geschmack, Rauchen, Qualmen, Schäumen, Dunkelwerden des Fettes, Ablagerungen an den Wänden. Transfette entstehen durch Verhärtung und Teilhärtung von Pflanzenölen. Transfette haben einen extrem niedrigen Schmelzpunkt und eine Transhydrogenstruktur. Die Verwendung von Transfetten ist inzwischen für Restaurants in den USA verboten, wie gesagt, aber man sollte sie überall meiden, weil sie die meisten freien Radikalen produzieren und den größten Schaden anrichten. Es gibt eine ganze Menge Studien zu diesem Thema. Ich habe hier ein paar Sachen zusammengetragen,
beziehungsweise dem Video entnommen, was ich vorhin erwähnt habe. Und ich möchte das mal so kurz durchgehen. Doppelbindungen in Fettsäuren werden negativ in Verbindung gebracht mit Langlebigkeit. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren und Transfette können normale Membranstruktur durch Oxidation auf zellulärer Ebene stören. Manche Studien wollen herausgefunden haben, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren gut sind für die Herzgesundheit, aber auch das ist falsch. HDL und LDL sind als gutes und schlechtes Cholesterin bekannt, aber sie sind weder gut noch schlecht. Sie sind nämlich gar kein Cholesterin, sondern Lipoproteine, Fett, Eiweiße, das heißt ein Transportmittel, das Cholesterin von A nach B transportiert. Das ist so wie die Containerschiffe. Ne? Die Schiffe, die dienen nur zum Transport. Die Ware ist in den Containern. Und hier ist die Ware Cholesterin, die wird transportiert durch HDL und LDL, was fälschlicherweise als Cholesterin bezeichnet wird. Die Information, dass LDL Arterien verstopft und Herzinfarkt und Schlaganfall verursacht, ist falsch. Wenn Arterien beschädigt werden, wird LDL dorthin geschickt. Das mitgebrachte Cholesterin unterstützt den Heilungsprozess. Wenn es einen Brand gibt, dann kommt die Feuerwehr. Wenn Schädigungen in den Arterien stattfinden, dann kommt LDL. LDL ist für Herzinfarkte so wenig verantwortlich wie die Feuerwehr für den Brand. Herz-Kreislauf-Probleme löst man, indem man die Ursache sucht und findet und beseitigt. Und die Ursache sind meistens Entzündungen im Körper und nicht das Cholesterin. Bei hohem Konsum von mehrfach ungesättigten Fettsäuren in der Schwangerschaft kommt es zu stärkerer Östrogensignalisierung und reduzierter Progesteronsignalisierung. Östrogen ist ein Stresshormon, Progesteron ist ein Schutzhormon. Es entsteht ein Ungleichgewicht, es kommt zu Haarverlust, Krebs und anderen Dingen, und zwar bei Männern und Frauen. Mehr Muffs, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, gleich geringere Lebenserwartung, mehr Omega-6 und weniger Omega-3, ebenfalls Reduktion der Lebenserwartung. Zum besseren Verständnis, Omega-3 ist eine ungesättigte Fettsäure wie Omega-6 und Omega-9. Das sind alles ungesättigte Fettsäuren. Omega-3 hat die Doppelbindung am dritten Kohlenstoffatom, Omega-6 hat sie am sechsten Kohlenstoffatom und Omega-9 am neunten Kohlenstoffatom. Ich glaube, das geht von hinten nach vorne rückwärts. Aber nur zur Information. Viele Muffs bei Hühnerembryos führten zu einer Störung der neuronalen Entwicklung. In Ratten verursachten freie Radikale erhöhte zerebrale mikrovaskuläre Permeabilität, das ist Durchlässigkeit bei den Kleinstgefäßen. Link siehe Beschreibung. Arrhythmie und elektrophysiologische Effekte nach dem Verzehr von langkettigen Omega-6 Muffs, DPA, DHA, EPA oder ALA. Manchmal steht alles auf dem Kopf. Die Muffs sind angeblich gut für das Herz, aber Studien zeigen, dass tatsächlich Muffs das Herz schädigen. Wichtig für Männer, je mehr Muffs in der Nahrung, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, desto weniger Testosteron. Eine Studie über freie Radikale und ergab Gewebsschädigungen durch Oxidation. Zum besseren Verständnis, Oxidation ist vergleichbar mit dem Rost beim Eisen. Schon Licht lässt Muffs oxidieren, deshalb sollen Dinge wie Leinöl kühl und dunkel aufbewahrt werden. Das machen viele Leute aber nicht. Vor allem im Laden stehen sie oft direkt im Licht. Und schon aus dem Grund würde ich sie nicht kaufen. Ich habe das auch schon angesprochen in manchen Läden, aber das interessiert niemanden. Die schwachen Doppelbindungen verursachen Schädigungen durch freie Radikale. Zu viel Omega-6 in der Nahrung, Zusammenhang mit Insulinresistenz. Je mehr Muffs die Leute essen, desto mehr
Diabetes-Symptome und Schädigungen durch freie Radikale. Immer öfter hört man, dass nicht Zucker und Kohlenhydrate die eigentliche Ursache von Diabetes sind, sondern Pflanzenöle. Aber ich vermute mal, dass es eine Kombination aus beidem ist. Man weiß ja, dass Kohlenhydrate und Fett die Fettverbrennung, also die körperliche Fettverbrennung, behindern. Und so liegt es nahe, dass die meisten Lebensmittel enthalten ja beides, vor allem süße Sachen. Na, und das ist keine gute Kombination. Inaktivität verschlimmert die Auswirkungen eines hohen Muff-Konsums. Nur wenige Tage Inaktivität verursachen bereits Diabetes-Symptome. Bei viel Omega-6 in der Schwangerschaft besteht eine Korrelation mit Autismus beim Kind durch vermehrten Stress. MUFs modulieren die Immunantwort auf neonatale Monozyten. Ungleichgewicht zugunsten der MUFs hat eine arterogene Wirkung, eine arterienverstopfende Wirkung. MUFs wirken entzündungsfördernd. Nicht Cholesterin ist der Bösewicht, sondern Pflanzenöle. Mehr Omega-6 als Omega-3 in der Nahrung ist die Ursache für Herzkrankheiten, Autoimmunkrankheiten, Krebs, Entzündungszustände. Eine Verschiebung zugunsten Omega-3 korrigiert diesen Zustand. Positive Korrelation bei Männern, die sich vegetarisch ernähren, mit viel MUFs, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, und einer Zunahme von SHBC, Sex Hormone Binding Globulin. Das ist ein Eiweiß, das sich an freie Androgene bindet. Vegetarier sind mehr betroffen als Allesesser. Folge: weniger verfügbares Testosteron für die Androgenrezeptoren. LDL-Oxidation, negativer Einfluss auf Signalisierungswege, Genexpression, Apoptose, das ist der programmierte Zelltod bei Zellen, die alt, krank, kaputt sind, in den Epithelzellen der Arterienwände. In anderen Worten, Pflanzenöle verursachen Arterienverkalkung. Für die Herstellung von Baumwollsamenöl, Cottonseed Oil, das wird in Amerika sehr viel verwendet, benutzt man 5 kommerzielle Lösungsmittel, das werde ich auch noch verlinken, diese Information. Hexan, Petrolether, Aceton, ETBE, das ist 2-Ethoxy-2-Methylpropan und Butanole. Mit diesen entschleimt, neutralisiert, winterisiert und bleicht man das Öl und neutralisiert den Geruch. Das hört sich sehr appetitlich an, oder? Da kriegt man richtig Lust. Das würde ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Viele Menschen kaufen solche Öle und niemand fragt sich, wie sie eigentlich hergestellt werden. Bereits am Ende des Extrahierungsprozesses beginnt die Oxidation, das heißt, das Öl wird ranzig und oft ist es eben ranzig, schon bevor es überhaupt in die Flaschen gelangt. Wir kaufen und essen also ranziges Öl. Ranzige Omega-3-Fettsäuren fördern Entzündungen, insbesondere im oberen Teil des Verdauungstrakts, dem Duodenum, das ist der Zwölffingerdarm. Täglicher EPA-Verzehr führt bei jungen Männern zu vermehrter Koagulierung, Verklumpung der Blutplättchen, und beeinträchtigt die Funktion von Leber und Nieren. MUFs reduzieren den Fetttransport aus der Leber. Die Folge ist eine Fettleber. Und die hat wiederum ihre eigenen Folgen. Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Statinen, also Cholesterinsenkern, und Pflanzenöl. Bei Nagerstudie wurde eine reduzierte Überlebenszahl festgestellt, eine vermehrte Neigung zu Schlaganfällen und Bluthochdruck und ein schädigender Einfluss auf Nieren und die Vitamin K2-Wirkung. Zu dem Thema Vitamin K2 hatte ich ein Video gemacht, da möchte ich jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen. Das ist ein Vitamin, was dafür sorgt, dass das Kalzium aus den Weichteilen, aus den Blutgefäßen, aus dem Gehirn in die Knochen und die Zähne transportiert wird. Wer mehr wissen möchte, bitte das andere Video anschauen.
Eine große Studie mit 4000 Teilnehmern stellt einen engen Zusammenhang zwischen Muffs und Reizdarm, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa fest, also Darmbeschwerden. Omega-3 verzögert die Wundheilung und die Produktion von Stickstoffmonoxid an der Wundstelle. Omega-6 hilft etwas besser, Omega-9 noch besser. Omega-9 sind einfach gesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel in Olivenöl. Diese Studie zeigte eine umgekehrte Korrelation zwischen frühem Verzehr von MUFs bei Kindern und der Schädigung des Hypothalamus, das ist das Steuerungszentrum des vegetativen Nervensystems. MUFs führen zu einem Verlust von Calcium in den Mitochondrien, was ihre Funktion inhibiert und auf einer zellulären Ebene Mangelerscheinungen im Gehirn nach sich zieht. Also da könnt ihr mal sehen, welche Ausmaße das annimmt, was das für Wellen schlägt. MUFs haben einen negativen Effekt auf die Produktion von Steroidhormonen und vermehrte Stresshormonproduktion sowie Stimulation von ACTH, Adrenokortikotropes-Hormon. Es gibt also mehr als genug Beweise dafür, dass Pflanzenöle Müll sind oder zumindest auf diesen gehören. Die US-Regierung empfiehlt, maximal 10% der Fettkalorien sollten aus gesättigten Fettsäuren, also tierischen Fettsäuren, kommen. Die American Heart Association ignoriert alle erbrachten Beweise für die Schädlichkeit von Pflanzenölen und hält sie nach wie vor für empfehlenswert. Und die müssen es ja wissen, ne? Und wir machen, was die sagen. Ja, vielleicht ist das Ziel die Bevölkerungsreduktion. Auch darüber hatte ich ein Video gemacht. Also ist es eine Verschwörung? Oder sind die einfach nur dumm? Alle oben genannten Empfehlungen führen dazu, dass wir weniger Sexualhormone und weniger Schilddrüsenhormone produzieren und unter Mangelerscheinungen leiden. Gesättigte Fettsäuren sind viel besser als ihr Ruf. Vor einem Zusammenhang zwischen gesättigten Fettsäuren und Gesamtsterblichkeit, verstopften Arterien, Herzkrankheiten, Mortalität aufgrund von Herzkrankheiten, Schlaganfall oder Typ-2-Diabetes ist nichts nachgewiesen. Also gesättigte Fettsäuren sind okay. Die sind nicht nur okay, sondern die sind den Ungesättigten vorzuziehen. Mehr gesättigte Fettsäuren bewirken eine langsamere Entwicklung von Arterienverkalkung, weil Fett, tierisches Fett, enthält oft Vitamin K2. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das sorgt dafür, dass das Calcium aus den Arterien heraustransportiert wird und dahin kommt, wo es hingehört, in die Knochen und Zähne. Dagegen stehen Muffs und Kohlenhydrate, also Zucker und andere Kohlenhydrate, im Zusammenhang mit einer verstärkten Entwicklung der Arterienverkalkung. Gesättigte Fettsäuren unterdrücken und regulieren die Freisetzung von Stresshormonen. Das heißt, man wird ruhiger und cooler und da gibt es sehr, sehr viele N equals 1 Studien, also wo Studien, die aus einer Person bestehen, wo die Leute sagen, ja, ich war vorher depressiv und oder ich hatte eine bipolare Störung oder ich hatte eine Psychose und dann lassen sie die pflanzlichen Bestandteile der Nahrung weg und siehe da, es geht ihnen auch psychisch besser. Manche haben überhaupt keine Probleme und keine Symptome mehr und andere erleben eine deutliche Verbesserung. Positive Korrelation zwischen gesättigten Fettsäuren, wie der tierisches Fett und Testosteronspiegel, positive Korrelation zwischen Verkehr von Kokosöl und Schweineschmalz und signifikant besserem Testosteronspiegel, besser als bei dem Verzehr von Olivenöl, Fischöl, Sonnenblumenöl, Sesamöl. Sonnenblumenöl besteht zum größten Teil aus einfach gesättigten Fettsäuren, die gehen noch, der Rest sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
So, jetzt habt ihr vielleicht den Eindruck, dass irgendwie alles auf dem Kopf steht. Ja, ich habe das jetzt schon oft gehabt in meinen Videos, dass im Prinzip alles, was uns erzählt wird, falsch ist und das Gegenteil davon ist richtig oder besser auf jeden Fall. Und das ist auch meine Absicht, euch das bewusst zu machen, dass die Welt, in der wir leben, auf dem Kopf steht, weil es nur darum geht, Geld zu verdienen mit bestimmten Produkten. Und es geht nicht darum, ob diese Dinge wirklich gesund sind. Das wird uns erzählt. Aber im Prinzip ist den Herstellern das völlig egal. Die wollen nur Geld verdienen. Und da ist jedes Mittel recht. Und deswegen sehe ich es so ein bisschen als meine Aufgabe an, dieses Bild ein bisschen gerade zu rücken und euch bewusst zu machen, dass ihr euch mit solchen Sachen keinen Gefallen tut. So, das war's wieder für heute. Heute ist was? Dienstag. Also kein Wochenende. Ich wünsche euch eine gute Woche und dann ein gutes Wochenende. Ich danke euch fürs Interesse, fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich sage euch Tschüss und bis bald.